dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, hier spricht der Gleichsatzkanal. Der einzige Kanal, auf dem nicht dasselbe Mist erzählt wird wie auf allen anderen Kanälen. Aber leider ist niemand mehr imstande zu beurteilen, was von Wert ist und was nicht. Und deswegen das nicht. Deswegen, logischer Fehler, geht es hier weiter. Es geht hier weiter, weil alles andere noch sinnloser ist. Geht es mit der Nummer 267. Hier heißt es, jede Begriffsbildung ist ein Urteil. Was haben wir darunter zu verstehen? Dass hier wieder mal nicht das richtige Werkzeug ausgewählt wurde. Habe ich umgestellt, damit Abwechslung reinkommt in die 3455. Folge. Nein, Folge 55 der Gleichsatztrilogie in Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Bevor ich das vergesse, hier ist ganz wichtig, damit da kein Durcheinander entsteht und jeder immer weiß, um welche Folge es geht, auch in der Podcast-Produktion Folge 55. So, Nummer 267, jede Begriffsbildung ist ein Urteilen. Was haben wir darunter zu verstehen? Schon mal gar nicht irgendetwas Objektives, dass es sich hier um eine lediglich eine Befolgung dessen handelt, was logisch, objektiv sowieso selbstverständlich ist. Das auf keinen Fall, sondern damit ist ausgesprochen, was ich schon seit mittlerweile 54 Folgen predige, dass die Begriffsbildung keineswegs so eindeutig ist, beziehungsweise die Zuteilung eines Wortes zur Sache keineswegs so selbstverständlich ist, wie das die Positivisten oder die Objektivisten glauben machen wollen. Es gibt da durchaus einen interpretatorischen Spielraum in Bezug auf die Bedeutung, die etwas für jemanden haben kann. Freilich ist jetzt diese sozusagen Erkenntnis nicht allgemeingültig. In dem Sinn, dass es jetzt auf alle Gegebenheiten gleichermaßen zutrifft, sondern es kommt immer darauf an, um was es geht, und insofern ist dann ein mehr oder weniger abstrakter Begriff am Werk, wenn zum Beispiel durch die Zwecksetzung eine erhöhte Differenzierung irgendeiner Angelegenheit nicht notwendig ist, dann wird ein Begriff unter Umständen nur als Mittel gebraucht, um überhaupt einen ganzen Satz bilden zu können, so in der Richtung. Aber grundsätzlich gilt, dass es keinen logischen Weg gibt von einem Wort zur Sache und umgekehrt, wo man jetzt sagen könnte, hier, das ist der Begriff für diese Sache und kein anderer, sondern es ist da jetzt mal von den Fällen abgesehen, wo es sich um einen Tisch handelt und es darum geht, einen Tisch zu beschreiben im Vergleich zu einem Stuhl, dann ist die Sache, scheint die Sache ganz selbstverständlich. Ist es auch, wenn es nur um irgendein Interesse geht, das jetzt da abgehandelt wird, und nicht um irgendeine höhere Wahrheit. In diesem Fall
So etwas ist weniger strittig. Anders schaut es aus, wenn es um so innerbetriebliche Angelegenheiten geht, das heißt seelischer Natur oder psychologischer Natur oder überhaupt den Menschen betreffend. Da ist die Spannweite der möglichen Begriffe oder der Interpretation bestimmter bestehender Begriffe, gerade was jetzt den Wahrnehmungsbegriff, Erfahrungsbegriff, Anschauungsbegriff, Vorstellungsbegriff, die Liste ist schier endlos. Da gibt es die verschiedensten Auffassungen, Bedeutungen, Interpretationen. Und das gilt im Grunde genommen auch für jedes Wort und für irgendeine Situation im Alltag. Und dessen muss man sich bewusst sein, auch wenn in vieler Hinsicht etwas selbstverständlich ist, vom Nutzen her oder von der Gewohnheit, von der Erfahrung her, macht es wenig Sinn, da irgendeine Kritik anzubringen, weil eben das konkrete Bedürfnis einwandfrei befriedigt werden kann, ohne irgendwelche Bedenken. Aber gerade in diesen Situationen, die strittig sind, oder wenn es um etwas geht, das höhere Abstraktionsebenen, einen höheren Grad der Allgemeinheit für sich in Anspruch nimmt, dann gehen die Meinungen dann doch vielfach auseinander. Und hier muss man sich eben bewusst sein, dass es nie um eine Wahrheit, ein Wissen oder eine Erkenntnis geht, sondern immer nur um Interessen. Und es macht einen Unterschied, ob ich eine Wahrheit diskutiere und herausfinden will, ob jetzt etwas allgemeingültiges Wissen ist, weil das läuft immer auf Rechthaberei hinaus, oder ob es darum geht, meine Interessen gegen die anderer Interessen abzuwägen, was dann letztlich auf so etwas wie einen Handel oder auf ein Verkaufsgespräch oder irgendeine andere Art von Feilscherei hinausläuft. Der Punkt ist immer nur der, wenn es darum geht, jetzt solche Interessenkonflikte auf einer überindividuellen Ebene zu regeln, weil das Auskämpfen all der individuellen Interessenkonflikte in einer Gesellschaft ohne solche Institutionen, die sowas scheinbar unparteiisch dann regeln, ist völlig undenkbar, dass ein Gemeinschaftsleben so funktionieren kann. Und deswegen ist dann die Frage bei der Regelung solcher Interessenkonflikte immer die Frage der Rechtfertigung dieser Interessen, in welcher eine Rechtsordnung, Moralordnung ethischer Natur in Rangordnung verschiedener Wertvorstellungen besteht, die auch immer wieder zur Diskussion stehen und ausgehandelt werden sollen, was bisher noch nie passiert ist, weil immer irgendjemand so eine Verfassung dann in Anlehnung meistens an die französische Deklaration der Menschenrechte oder die amerikanische, so irgendwelche solche Verfassungen, aber richtig ausdiskutiert die einzelnen Punkte unter der Bevölkerung, das ist nie passiert. Zum einen, weil dieser Bevölkerung überhaupt der Sachverstand fehlt, um hier ein qualitatives Urteil abgeben zu können. Und zum anderen ist auch nie eine Notwendigkeit gewesen, hier eine solche Abstimmung in Aussicht zu stellen, weil sich ja diese Bevölkerung ohne groß Widerspruch zu leisten diese Verfassungen angenommen hat.
wenn auch als schweigende Mehrheit. Aber um jetzt hier bei diesem Punkt zu bleiben, dieses Urteil, das dann im Grunde genommen ein Werturteil ist, wenn es um irgendwelche Interessen geht, zieht sich dann durch bis in die Urteile, die dann über irgendwelche Politiker gefällt werden. Die Meinung über solche Leute in Bezug auf Glaubwürdigkeit oder nicht, jetzt in der jetzigen Situation, aber auch in Form von Abstimmungen zu ganz bestimmten Fragen. Da ergeben sich jetzt mit den neuen Medien ganz neue Möglichkeiten, um die Bevölkerung, sogenannte Bevölkerung, immer mehr einzubinden in Urteilsprozesse, wo dann, wenn jetzt Leute nicht in gewisser Weise ausgebildet werden oder da Bescheid wissen, was jetzt mit, wie man argumentiert überhaupt von Grund auf, dann dürften sich solche Dezentralisierungen von Entscheidungsprozessen ja dann in ewige Diskussionen, und es kommt nie ein Urteil zustande, wenn man nicht willkürlich einen Zeitpunkt festsetzt, bis da und dahin. Zum Beispiel müssten diese Urteile gefällt werden, und derlei anderer willkürlicher Eingriffe. Bis dahin ist noch ein weiter Weg, bis Leute in der Lage sind, dann zu wissen, hier an diesem Punkt ist das Optimum erreicht und besser wird es nicht mehr, und deshalb bleibt es jetzt bei dieser Ansicht so in der Art. Da ist noch ein weiter Weg, und ohne jetzt sich mit den Themen, die hier auf dem Gleichsatzkanal angesprochen werden, sich zu beschäftigen, ist ein noch weiterer Weg. Noch weiterer Weg, bis überhaupt nicht absehbar, dass es sinnvoll ist, die Masse der Menschen in Entscheidungsprozesse einzubinden, wenn man nicht will, dass das über Jahre hinweg so etwas sich hinzieht unter Umständen, wenn dann noch Gerichte eingebunden werden, was dann auch viel leichter möglich ist, wenn man das tatsächlich so verfolgen will, dass die Einzelnen mehr Rechte bekommen, dann muss das auch heißen, dass diese einzelnen Rechte dann auch eingeklagt werden können und unter Umständen bis zum Verfassungsgericht. Und was dann los ist, wo jetzt schon die Gerichte überfordert sind, das kann man sich vorstellen. Aber nur so wird die Idee einer Demokratie auch tatsächlich Realität und bleibt nicht nur eine Karotte, die man den Eseln vor die Nase hält, damit sie fleißig dahin trotten. Um noch zu dem 267 zurückzukehren, also wer jetzt glaubt, er wäre quasi so ein passiver Erfüllungsgehilfe irgendeines höheren Gesetzes an Rationalität und schon von Gegebenheiten, die man dann bloß mehr aussprechen muss, wird jetzt mit seinem eigenen Irrtum konfrontiert. Denn dass Begriffsbildung ein Urteilen ist, bedeutet, dass man selbst eine Position einnimmt als man selbst. Und ein Urteil gesprochen wird, auf das man auch wieder rückbezogen werden kann, beziehungsweise verantwortlich gemacht werden kann. Wenn das jetzt bisher in dem Sinne schon gegolten hat, dass man ein Versprechen gegeben hat, also sein Wort gegeben hat, so gilt jetzt dieses Wort geben
in einem ausgedehnteren Rahmen, wenn nicht überhaupt, dass jedes Reden so etwas wie ein Wortgeben ist, dass die Bedeutung, die damit verbunden ist, immer ganz klar zutage liegt, dass es nicht passieren kann, dass jemand irgendeinen Scherz macht und jemand anderer das missversteht. Ich meine, das wird selbstverständlich auch in Zukunft weiter vorkommen, aber ich meine das Prinzip, dass heute der Fall ist, wenn jetzt, Paradebeispiel, irgendein Politiker eine Wahlrede hält und alle Leute fühlen sich angesprochen. So als wären sie persönlich angesprochen, aber sie sind nicht persönlich angesprochen, sondern es ist eine Allgemeinheitsrede, wo dann jeder sich wo jeder dann so reinschlüpfen kann und sich auf einmal identifizieren kann und dann gemeint ist. So wie es in diesen objektivistischen Büchern beziehungsweise Arbeiten von Philosophen und Wissenschaftlern der Fall ist, dass dort ein Allgemeinheitslevel stattfindet. Noch deutlicher ist es in der Psychologie. Wenn ein psychologisches Buch, wenn man das liest, dann gibt es an jeder Ecke sozusagen Möglichkeiten, sich damit zu identifizieren. Aber das ist im Grunde genommen nichts anderes als irgendein Horoskop, das auch so allgemein gehalten ist, dass man meinen kann, ah ja, ich habe ja ein gutes Horoskop, dabei ist es alles andere, als dass man persönlich gemeint ist. Und dasselbe Phänomen findet vor den Bildschirmen statt, wenn Leute meinen, wenn irgendjemand freundlich ist, eine Fernsehansagerin mit ihrer Gestik auch so tut, als würde sie unter Umständen auf ein Publikum damit reagieren, sodass man sich plötzlich persönlich angesprochen fühlt und meint, diese Ansagerin spricht jetzt direkt zu einem selbst. Das sind so Phänomene, die dieser Objektivismus mit sich bringt, dass man sich einfach sehr leicht dann identifizieren kann, weil das alles so allgemein gehalten ist. Aber tatsächlich aber meint niemand einen selbst. Und damit muss man erstmal zurechtkommen, dass man da überall nicht gemeint ist. Das widerstrebt dem Harmoniebedürfnis vieler Menschen, sodass sie von einer Aufklärung in der Hinsicht überhaupt nichts wissen wollen. Das interessiert die einfach nicht, weil der schöne Schein, der so aufrechterhalten wird, ihnen viel lieber ist als jetzt etwa irgendwelche negativen Gedanken. So, aber jetzt geht's zum nächsten Punkt, 268. Jedes Denken erhält notwendig eine gewisse Abstraktion vom Besonderen, Unterscheidenden und damit eine Ungerechtigkeit. Also diese Abstraktion, das hatten wir bereits zur Genüge vom Besonderen, Unterscheidenden. Jetzt, was jetzt ins Spiel kommt, das ist die Ungerechtigkeit. Und das ist ein weiterer Punkt, der vielleicht schon in der letzten Folge auch weniger, aber immer dann, wenn es jetzt um ökonomische Angelegenheiten beziehungsweise das Abstraktionsproblem in ökonomischer Hinsicht, was jetzt Werttheorie angeht vereinfacht gesagt den eigenen Geldbeutel betrifft, weil die Rechtfertigung einer Entlohnung sich auch aus derartigen Abstraktionsprozessen herleitet, ist es jetzt die Frage der Ungerechtigkeit noch weiter ausgedehnt ins Moralische,
Was jetzt für mich hier kein großes Problem ist, weil ja ohnehin jede Aussage oder alles, woran irgendein Individuum beteiligt ist, ob jetzt intellektuell durch das gesprochene Wort oder Handlungen sowieso, einer ethischen Beurteilung unterliegt. Und die Frage der Ungerechtigkeit stellt sich jetzt in Bezug auf den Abstraktionsprozess dergestalt dar, dass wenn von einer Allgemeinheit die Rede ist, dann entsteht zwar der Eindruck, dass man selbst da mit dabei ist in dieser Allgemeinheit und sich mit dieser Allgemeinheit identifiziert, was aber notwendigerweise überhaupt nicht der Fall ist. Also wenn man dann jetzt zum Beispiel ganz konkret irgend so einem Politiker gegenübersteht, dann schaut die Situation ganz anders aus. Also da ist dann nicht mehr die Frage der Allgemeinheit, sondern auf dieser persönlichen Ebene entsteht ein ganz anderes Gespräch, ist die Thematik auch eine ganz andere. Aber im anderen Fall, dieser Unterschied, diesen Unterschied muss man sich immer vergegenwärtigen, dass die... wenn man etwas vermittelt bekommt, jetzt nicht nur im Sinne von erklärt, sondern im Sinne von, dass ein Mittel, ein Medium dazwischen steht, zum Beispiel über ein Massenmedium wie das Fernsehen, dann ist diese Situation die des logischen Individuums, das auf logische Art und Weise ein Teil der Allgemeinheit ist. Aber tatsächlich, also hier geht es um ein Prinzip, das von Grund auf eine ganz andere Weltauffassung dann nach sich zieht. Dass das Individuum vom Prinzip her etwas völlig anderes der Allgemeinheit inkommensurabel ist, das heißt nicht vergleichbar, nicht in derselben logischen Kategorie und auch nicht und deshalb auch kein Teil einer Allgemeinheit ist. Und das ist der Punkt. Die meisten Leute, die sich dann mit diesen Allgemeinheiten identifizieren, die spielen genau diese Rolle, dass sie sich als Teil einer logischen Allgemeinheit fühlen. Aber tatsächlich sind sie kein Teil einer Allgemeinheit, sondern sie sind sie selbst. Und sie sind inklusive aller Bewusstseinsprozesse grundsätzlich alleine. So wie jemand die letzte Sekunde vorm Sterben alleine ist. Von dem muss man ausgehen. Also dass die erste Einheit von irgendetwas überhaupt das Individuum ist, das heißt man selbst, das Subjekt. Und erst dann ist es dann die Frage, wie zu diesem Subjekt dann irgendetwas anderes hinzukommt, unter welchen Bedingungen und etc. Aber vom Prinzip her müssen die Angelegenheiten so gedacht werden, wenn so etwas wie eine Mitbestimmung oder überhaupt die Stimme eines Einzelnen einen Wert haben soll. Jetzt habe ich mich auf der Nummer 55 jede Menge verplaudert, so dass ich jetzt nur noch 3 Minuten übrig habe und gerade mal 2 Nummern erledigt, aber das ist jetzt auch egal.
Ich merke mir auf alle Fälle, wenn es um eine Grundsatzdiskussion geht oder genau einen besseren Trailer als den bisher, dann habe ich hier einiges Material, schätze ich mal. Oder wenn ich jemanden den Gleichsatzkanal nahe bringen will, dann verweise ich ihn so mal auf die Kurze, mal der Kürze reinzuschnuppern, auf die Folge 55 der Trilogie, weil da im Grunde genommen alles Wichtige gesagt wurde. Hier nochmal zum Punkt 268. Diese Frage der Ungerechtigkeit ist wieder eine Frage von Individuum und Allgemeinheit. Ist es zum Beispiel in der Rechtsprechung dann, sind hier in der Güterabwägung, ist das Interesse der Allgemeinheit größer als das Interesse des Einzelnen? Kennt man ja so im Prinzip, schaut es immer aus. Wenn es um Ungerechtigkeit geht, eine Frage zwischen Allgemeinheit und Individuum. Und versteht sich das Individuum als Teil der Allgemeinheit, dann ist im Prinzip von vornherein klar, dass die Allgemeinheit immer am längeren Hebel sitzt. Also da so ein Individuum wird der Allgemeinheit gegenüber, sage ich mal, keinen Stich machen oder nur selten mal annähernd einen Erfolg erzielen, wenn es darum geht, irgendetwas zu erstreiten, was auch immer. Andererseits, im Moment schaut es so aus, dass wenn ein Individuum sich so versteht, wie ich das eben geschildert habe, als inkommensurabel zur Allgemeinheit, besteht im Augenblick noch die Gefahr, dass dieses Individuum von der Allgemeinheit ignoriert, an den Rand gedrängt, übervorteilt, wenn nicht für vogelfrei erklärt wird. Also sind im Moment die Chancen noch schlechter, aber es ist nicht aller Tage Abend. Wenn die in der bisherigen Logik, wenn es mit den Konflikten so weitergeht wie bisher, beziehungsweise mit der sehr schlechten Ausbeute an Konfliktlösungen, dann werden vielleicht mehr intelligentere Leute gefragt, was hier alles falsch läuft und woran das liegt. Intelligentere Leute als die bisher am Start sind. Meine Zeit ist jetzt um. Also die bisher an den Universitäten ausgebildet wurden oder an den Journalistenschulen, von denen wird man nur den üblichen Sums an Sichtwesenheiten objektiver Realität und dem Dualismus zwischen Wert und Tatsache, all diese Erklärungsweisen, die in den letzten beiden Jahrhunderten schon unter den Eingeweihten für erhebliche Widersprüche gesorgt haben. Und dann wird man sehen, wenn das wann der Sankt-Nimmerleins-Tag eintrifft, wo den finsteren Zeiten, in denen wir uns zurzeit bewegen, ich zumindest, ein Bewusstsein wie ein Planet, wenn die vorbei sind, ich werde es nicht mehr erleben. Dessen bin ich mir sicher. Markiere die Nummer 269 für die Folge 56 dann und verabschiede mich. Peace out.